Über 1,1 Millionen Mal ist die erste Generation verkauft worden und damit ist es eines der erfolgreichsten Modelle von Audi. Die Rede ist vom Q3, ein Kompakt-SUV. Und da Kompakt-SUVs immer noch im Trend liegen, liegt es nahe, dass es jetzt eine zweite Generation gibt. Und die sieht exakt so aus. Schauen wir dem Neuen doch mal in sein neues Gesicht. Und was fällt uns auf? Ja, da ist der neue Single-Frame-Grill mit den 8 Ecken. 4 an dieser Seite, 4 an der anderen. Dazu diese Querstreben. Das lässt den Wagen eigentlich markanter, massiger, breiter aussehen. Und genau das wollen die Audi-Designer in diesem Fall auch. Es ist ja ein SUV und dementsprechend soll er auch ein bisschen robust wirken. Dazu gibt es hier einen neuen Scheinwerfer. In diesem Fall ist das allerdings die höchste Ausstattungsvariante, nämlich der Matrix-LED-Beam. Und dann mit einem dreigeteilten LED-Tagfahrlicht. Das wird es in der Basis so nicht geben. Was es in der Basis auch nicht gibt, ist das hier. Das ist nämlich das S-Line-Paket mit diesem Grau-Metallic-Applikation hier. Das ist eben wirklich S-Line-exklusiv und das kann man theoretisch auch anders bestellen. Und wie das dann aussieht, zeigen wir euch jetzt mal. Schauen wir doch mal unter die Haube und was sehen wir da? Einen quer eingebauten Vierzylinder. Warum? Weil das der modulare Querbaukasten ist, den wir schon von VW kennen und auf dem basiert auch der Q3. Dementsprechend gibt es hier Vierzylinder quer eingebaut und es geht los mit 3 Benzinvarianten und 2 Dieselvarianten, wobei die zweite Dieselvariante so ein bisschen hinterhergeschoben wird. Zum Marktstart wird es erstmal nur 4 Motorvarianten geben. Es geht los mit 150 PS und einem 1,5 Liter Benziner. Dann noch ein 2 Liter Benziner mit 190 und 230 PS und bei den Dieseln jeweils 2 Liter Motoren mit 150 und 190 PS. Richtig witzig wird es dann, wenn dann im Modellzyklus der SQ3 und der RSQ3 vielleicht nachkommen, weil dann stecken hier unter der Haube auch gerne mal 5 Zylinder. Willkommen im Innenraum von dem neuen Q3. Das Interieur, das kommt uns erstmal relativ bekannt vor, aber aus den oberen Klassen, nämlich aus dem A8, dem A7 oder dem A6, wir haben immer ein digitales Cockpit, allerdings nicht ganz so schön, wie es jetzt hier verbaut ist, aber immer digital. Und wir haben hier auch diese Black Panel Optik mit dem Touchpad. Auch das kennen wir eben aus den größeren Klassen. Was wir aus den größeren Klassen nicht kennen, ist das hier. Und zwar haben wir hier noch tatsächlich Drehregler und kein Touchpad. Da muss man sagen, grenzen sie sich so ein bisschen ab mit dem Q3. Diesen großen Bildschirm, den kriegt man natürlich nicht in der Basis. Da ist es normalerweise ein 8,8 Zoll Display. Hier ist es ein 10,1 Zoll Display. Und auch die Anzeige hier in der Mitte mit Google Earth, mit der Navigation, mit diesem 3D-Effekt, auch das kostet extra. Aber eben, wie gesagt, immer digital. Was fällt einem sonst noch auf? Das Cockpit ist so ein bisschen dem Fahrer zugeneigt, wirkt sehr sportlich. Und wir haben auch diesen Single-Frame-Grill hier drin nochmal. Da sind die Designer ganz stolz drauf, dass sie dieses Thema von außen quasi nochmal nach innen geholt haben. Was ich sonst noch sehr schön finde, sind die Materialien. Typisch Audi, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Hier zum Beispiel mit dieser Alcantara-Auflage. Allerdings, ihr ahnt es, auch das kostet Aufpreis. Ansonsten muss ich sagen, ich habe hier wirklich gut Platz. Ich bin aber auch nur 1,78 Meter groß. Also insofern quasi der perfekte Medium-Mensch für dieses Auto. Aber wir gucken doch mal, wenn der Sitz jetzt so wie hier auf mich eingestellt ist, wie viel Platz ich denn in der zweiten Reihe habe. Und wenn ich mich dann mal hier hinten reinsetze, dann werden wir feststellen, das ist schon echt ganz geräumig. Ja, ich bin jetzt kein Riese, aber ich habe hier auch wirklich noch genug Luft, sowohl hier nach oben als auch eben an den Knien. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Kofferraum haben, kann ich hier auch noch die Rückbank nach vorne oder nach hinten schieben, je nachdem, wie viel Luft ich dann hier hinten haben möchte. Also ich glaube, jeder, der hier hinten Platz nimmt und auch wenn er ein bisschen größer ist, wird ein durchaus bequemes Reisen vor sich haben.
Kommen wir mal zum Heck und damit auch zum Kofferraum. Der Wagen ist fast 10 cm länger geworden und auch noch mal über 1,5 cm breiter. Und das kommt nicht nur den Passagieren auf der Rückbank zugute, nein, es kommt auch diesem Kofferraum zugute. Früher hatte der 460 Liter Kofferraumvolumen. Jetzt hat er 530 und das in der kleinsten Version. Man kann, haben wir vorhin schon gesehen, die Rückbank verschieben. Dadurch lässt sich der Kofferraum vergrößern. Man kann aber auch die Neigung der Sitze verstellen. Dementsprechend auch nochmal größerer Kofferraum, wenn man möchte. Man kann natürlich auch alles umlegen. Das heißt, es geht rauf bis maximal 1525 Liter. Und es gibt noch so ein paar kleine Tricks, die ich ganz nett finde. Wie zum Beispiel hier diese Hutablage. Auch so ein Moment, wo man sich sagt, ja, muss man ab und zu mal rausnehmen, wenn man vielleicht zum Möbelhaus will oder so. Aber wohin damit? Garage? Dann vergisst man sie irgendwie auf dem Parkplatz. Nein, hier kann man sie schön einfach reinlegen in den doppelten Ladeboden. Zack, mach das zu, läuft, bitte. Und dann finde ich auch noch ganz Weltklasse, ist jetzt nicht bei diesem Auto komplett neu, gab es auch schon bei anderen, zum Beispiel beim Audi A4. Aber auch ganz wichtig, wenn man jetzt vielleicht nur 1,65 Meter groß ist und sich sagt, ich möchte gar nicht, dass die Heckklappe so weit aufgeht, dann drückt man darauf, hält sie an. Und dann kann man hier dem Auto sagen, bitte ab sofort, klick, nur noch bis dahin aufgehen. Macht man sie zu und beim nächsten Mal, wenn jetzt alles richtig läuft, geht sie auch nur bis dahin auf. Gucken wir mal. Zack. Sensationell, oder? So will man das doch haben. Muskulöser ist er geworden und das sieht man besonders hier an dieser Partie, da hat er nochmal richtig raufgepackt. Er ist markanter geworden, er ist größer geworden, eigentlich genau die richtige Weiterentwicklung, denn er ist mehr SUV geworden als der Vorgänger. Und damit, finde ich, passt er eigentlich ganz gut in die Zeit. Der Q3 wird sicherlich auch teurer werden als der Vorgänger, das heißt unter 30.000 Euro wird man ihn garantiert nicht bekommen. Aber er ist eben ja auch moderner geworden. Ansonsten, was gibt es sonst Neues hier? Noch die Felgengröße ist nochmal anzusprechen. Das hier sind die 20 Zöller. Los geht's aber immer mit 17 Zöllern. Auch da freuen sich die Designer drüber, weil es natürlich alles nochmal ein bisschen schicker aussieht. Es gibt eine Launch Edition, die kann man dann im Presale ab August bekommen. In Orange und in Kronos Grau mit Black-Paket vorne, mit schwarzen Ring und immer mit 20 Zöllern. Also wer sich dafür interessiert, der sollte jetzt mal kurz in die Bestellbücher gucken. Für alle anderen startet der neue Q3 im Herbst 2018.